even though I only have a man on the floor. I think he's in the bed. Oh, Faker may be in trouble here. Denmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse. Look at the moves. Faker, what was that? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost Spielen bzw. World Spielen, denn ich zeige euch etwas von den Worlds. Ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Das ist so ein bisschen aus der Idee heraus entstanden, dass ihr unter meinem letzten Video geschrieben habt, dass ihr diese kleinen Einspieler sehr, sehr cool fandet. Danke generell zu dem Feedback, das Kassadin-Video ist das meistgeklickte Video in den letzten Monaten. Ich versuche jetzt auch auf jeden Fall mir auch wieder ein bisschen die Poppes aufzureißen. Das heißt, das ist jetzt auch irgendwie mein, keine Ahnung, 8., 9., 10. Kamel-Game. Das heißt, auf dem zweiten Kanal findet ihr in den nächsten 3 Tagen weiteres Kamel-Gameplay, wenn ihr es denn wollt. Zuallererst der Hinweis, ich spiele Kamel mit Omnistone und mit Ignite Teleport. Ignite Teleport ist keine Kombo, die man oft sieht. Das heißt, überlegt euch ganz genau, was ihr auf D haben wollt und was auf F. Wenn ihr es geändert habt, könnt ihr es, verhauen habt, könnt ihr es hier noch ändern. Und ja, legt euch da fest, weil ansonsten passiert euch sowas. Und das ist quasi auch ein bisschen die Idee dahinter. Das heißt, alle Pros gehen aktuell Crest. Früher war Komet zum Beispiel auch sehr beliebt. Oh mein Gott. I did the Urgott. Auch das ist schon Leuten bei The Worlds tatsächlich passiert. Und dementsprechend passt es auch zu World Spielen. Aber es war tatsächlich keine Absicht von mir, sondern einfach Dummheit. Wir werden in diesem Video darüber reden, warum Omnistone gespielt wurde. Warum die Keystone generell nicht so beliebt ist. Es gibt aktuell keinen Champion, der von irgendeinem Pro mit Omnistone gespielt wird. Obwohl es mit TF, Bard, Kamel tatsächlich den einen oder anderen Charakter geben würde, wo man wahrscheinlich sagen würde, auch so bad müsste das doch gar nicht sein. Deshalb werden wir darüber reden. Ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso sehr wie ich, denn das kann tatsächlich sehr interessant werden. Ich habe jetzt hier mit Tale of Blades getradet, muss aber aufpassen wegen Press the Attack. Als nächstes habe ich jetzt Dark Harvest. Was auch ein ganz entscheidender Teil dieses Videos sein wird, ist die Diskussion darüber, dass in League of Legends alles ein Trade-off ist. Also etwas, wo du etwas bekommst, aber dafür auf etwas anderes verzichtet. Das beginnt bei den Summoner Spells. Ich habe Ignite dabei und habe dafür keinen Flash. Was bekomme ich? Besseres 1 gegen 1 Potenzial. Was verliere ich? Die Möglichkeit zu escapen oder den Gegner mit E-Flash unter Druck zu setzen. Das ist dann Übergang zu den Runen. In dem Moment, wo ich mich für Omnistone entscheide, kann ich kein Dark Harvest, Grasp mitnehmen, was normalerweise die Rune-Page der Wahl ist. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger, ich habe ein bisschen weniger Leben. Maximal das Leben kriegst du nämlich über Grasp auf, was viele gar nicht wissen. Jetzt habe ich übrigens Conqueror gepockt. Das heißt, ich kann hier für einen etwas längeren Trade gehen. Der auch nochmal dadurch natürlich präferiert wird, dass ich den Jungler in meiner Ecke habe. Das ist ein absolut wasted shit Flash. Sehr schön für uns. PP. Wunderbar funktioniert. Ich hatte den Moment Conqueror, das heißt eine Rune-Page, die tatsächlich hilfreich war. Eine Rune. Was natürlich sehr angenehm ist. Das wäre der ideale Moment für ein Follow-Up-Gank. Yep. Der deckt jetzt auch nur. Ach du Scheiße, was macht denn der Warwick schon wieder hier? Oh mein Gott, ich habe die Kha'Zix nicht gesehen. Aber manchmal sieht man den Baum von lauter Bäumen nicht. Den Wald, den Baum von lauter Bäumen. Also ich weiß auch nicht, ey. Meine Aussprache, manchmal hängt es einfach quer, ne? Die biege ich da jetzt rein? Müsste ich eigentlich, ne? Andererseits will ich auf Schienen warten. Trade-off, ich kann dem Warwick nicht helfen, aber dafür bin ich in der Lage, mir meinen Schienen in der Base zu holen. Es ist alles in League of Legends ein Trade-off. Und worüber ich reden will, ist halt eben, dass dieser Trade-off, sich für Omnistone zu entscheiden, einer ist, der relativ teuer ist. Denn tatsächlich hast du dadurch keine Möglichkeit, für eben Grass zu gehen. Das heißt, weniger maximales Leben, schlechtere Trades. Aber man muss sich überlegen, wann ist so ein Trade-off denn worth? Und das ist im Endeffekt aus meiner Sicht immer dann der Fall, wenn du sagst, okay, Grass ist gar nicht so geil hier. Und da, wo es gezeigt wurde bei The Worlds, nämlich gegen G2 aus der Sicht von Suning, die mittlerweile im Worlds-Halbfinale stehen, dementsprechend könnte es tatsächlich sein, dass wir das nochmal bei The Worlds sehen, war es so der Fall im Renekton-Matchup. Und das Renekton-Matchup gilt für viele Kamel-Spieler als unwinnable. Ich habe jetzt Aftershock, das heißt, der macht mir kurzfristig keinen Damage. Oh. Ja gut, das war natürlich nochmal ein großer Biss, den er sich da aus mir rausgenommen hat. Na, darf ich dich bitte aufschlitzen? Darf ich nicht? Na gut. Fleetfoot Walk, do your thing! Ha! There we go, meine Damen und Herren.
Sehr, sehr schön. Fleetwood Rock hat, glaube ich, gar nicht geprockt. Ich glaube, ich war noch gar nicht bereit dafür. Aber tatsächlich sehr, sehr schön. Ja, da hat der Wolliver sich mehr vorgenommen, als er essen konnte. Und obwohl ich ja schon im Intro gezeigt habe, dass meine Kamera definitiv nicht die beste ist, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht 10 Aufnahmen gebraucht, ist es tatsächlich so, dass der Champion natürlich ein bisschen Potenzial bietet. Und hier hatte ich tatsächlich auch halbwegs vernünftige Roompages. Und wenn ihr euch jetzt das Matchup gegen Renekton vorstellt und euch vorstellt, was sie damit Grass macht, ist die Antwort darauf, ihr macht nicht viel damit. Denn tatsächlich ist es so, dass du, wenn du in Melee-Range zu Renekton gehst als Camille, der dich in den allermeisten Fällen einfach nur aufschlitzt. Das ist etwas, was ihr nicht wollt. Das ist etwas, wo man sagen kann, okay, das ist nicht das Wahre. Also nicht das, was wir wollen. Und dementsprechend kann man sagen, okay, worauf könnte ich denn sonst gehen auf Camille? Und das, was man früher genommen hat in solchen Lanes, ist Kumate. Denn Kumate ist ja guter Poke. Und dann sagt man sich, ja gut, aber Grass werde ich hinten raus ja vermissen. Und dann denkt man, oh mein Gott, Omnistone ist hier Genius. Warte, ich bekomme beides. Erin kann ich auch nutzen. Pressy Attack ist cool. Conqueror ist cool. Und am Anfang, als Omnistone rauskam, dachte ich auch tatsächlich, dass es dann auf all diesen Champions immer gespielt wird. Weil sich denkt, okay, ich kann mehr in Roompage nutzen, also gehe ich dafür. Das Problem ist allerdings, dass natürlich auch hier wieder ein Trade-off besteht. Denn in dem Moment, wo du dafür gehst und sagst, okay, ich gehe für Omnistone, kann es sein, dass du sehr oft eine beschissene Roompage hast. Ich hatte hier tatsächlich bis jetzt, aus meiner Sicht, unverschämtes Glück. Ich hatte fast immer etwas, mit dem ich echt was anfangen konnte und wirklich agieren konnte. Aber es gibt Situationen, wo die Rune dir einfach nur absolut Bullshit gibt. Zum Beispiel, wenn du am Anfang Dark Harvest bekommst. Ja, was willst du denn damit am Anfang machen? Oh. Übrigens auch ein Trade-off, bei Camille zu warten, bis der Q reaktivierbar ist. Du kriegst mehr Damage, aber dafür hast du kurze Zeit nicht das Potenzial dagegen zu gehen. Ich glaube, ich kann den einfach One vs. One. Jetzt habe ich übrigens der angesprochene Komet. Und warte mit dem Q. Oh, der war close, ey. Das hätte ich fast noch verbockt hier. Weil ich mit dem Q gewartet habe. Ich glaube, ich hätte eben nicht warten sollen, weil da hätte ich da mehr Damage gehabt. Aber ey, am Ende des Tages ist King Kill. Und hier hat sich natürlich das Ignite zum zweiten Mal sehr gelohnt. Ja. Und dementsprechend stehst du oft da mit einer Omnistone-Rune, wo du dir denkst, okay, das ist völlig nutzlos. Und das macht es quasi zu einer Rune, die nur situativ ist. Aus meiner Sicht kannst du das auf Camille wahrscheinlich in dem Matchup spielen, wo du weißt, du bist nicht in der Lage, Grass vernünftig zu procken. Und das lässt sich wahrscheinlich auch auf andere Champions übertragen, wo es halt auch eine dominante Keystone gibt. Keystone heißt es noch nicht, Rune. Oh mein Gott. Boah, ich dachte, ich wäre außerhalb der Max-Range. Da hätte ich jetzt aber ein bisschen geweint, glaube ich. Hier will ich jetzt eigentlich nicht basen. Ich habe jetzt Face Rush als Möglichkeit, was hier super sick ist. Okay. Der junge Mann wirkt ein bisschen aggressiv, no? Muss natürlich jetzt mich hier eher raushalten und das die beiden machen lassen, weil ich kann da gerade nicht wirklich mit Damage glänzen. Ich krieg, glaube ich, nicht mal einen Assist, wenn die den da killen. Nee, leider nicht. Aber der Katus schon, das heißt, der wird wahrscheinlich glücklich sein. Oh, bitte für sie, dass ich da alle zuerst komme. Da hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen variieren können. Also ich kriege irgendwie die Melees, sie kriegt den Rest. Das war jetzt aber auch keine böse Absicht von mir. Aber wenn jemand den ganzen Weg zu Toplane rennt, dann kann er davon aus meiner Sicht auch was kriegen. Andere Toplaner denken da vielleicht anders. Aber Toplaner haben generell ein schweres Leben. Das muss ich auch jetzt durch meine Camille-Games kann ich das auch absolut mal wieder nachfühlen. Sollte hier auf jeden Fall rausgehen. Ich habe hier ein Pinkboard geklärt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da noch einen weiteren Ward reingesetzt hat, ist relativ gering. Und ich denke, wir können mit dem Harry die Toplane einreißen. Auch bei Items ist übrigens dieser Trade-off immer spielbar. Ne? Ich kann jetzt auf Tiamat gehen, um mehr Push zu haben, habe aber dafür eben meinen Phage entsprechend später. Ich kann für Mercs gehen, wodurch ich weniger vom Stun von Wolliver beeinflusst bin. Was hier eben mein... Oh, Ninja Tobis wäre nicht so gut gewesen. Das ist highly troll. Oh Gott. Kauft dir bitte keine. Ja, aber auch hier, ne? Ich gehe für Mercs, das heißt, ich kann weniger gut CC'd werden. Verzichte dafür aber auf Ninja Tobis, die ja einfach nur OP gewesen wären. Super bad von mir, aber ey, shit happens. Upsi. Hoppla. Da solltet ihr vielleicht vorher Tab drücken. Ja, und ich denke, um noch ein Beispiel zu geben, wie eben diese Keystone entscheidend ist, auch nicht Roompage, weil ich die ganze Zeit Roompage gesagt habe, ist, dass ihr in den allermeisten Fällen. Bevor ich jetzt sage, alle, weil der eine oder andere hat es vielleicht nicht, habt ihr eine dominante Hand. Das heißt, ihr könnt Dinge mit rechts und mit links machen.
Aber eure rechte Hand kann die Dinge in den allermeisten Fällen besser machen als die linke. Es gibt ein paar Tätigkeiten, wo vielleicht die... reden wir nicht weiter, ne? Ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich ist das ein schöner Vergleich, weil nur weil du Dinge mit der linken Hand machen kannst, heißt das ja nicht, dass du es willst, weil die rechte macht es trotzdem besser. Das heißt, nur weil du Omnistone nehmen kannst, heißt es nicht, dass es der Weg für dich sein sollte, weil du es halt eben mit Grist trotzdem besser kannst. Und ich mag den Vergleich. Halbwegs. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten wäre das natürlich jetzt ein bisschen doof. Ich habe jetzt hier einen Slow Push. Der ist nicht ganz optimal. Ich könnte die Gap closen mit Predator. Predator übrigens auch ein Grund. Ich gehe ja extra für die Boots auf jeden Fall, damit ich Predator nicht bekomme, weil Predator dann doch eher eine der schwächeren Runen aus meiner Sicht ist. Ich weiß nicht, ob das Profi-Camel-Spieler auch so sehen. Oh mein Gott. Ja, ich denke, ich werde den diven, ne? Ich dachte, er wäre tot. Dann hat er gereckt. Ich Idiot. Ich hätte ihn einfach nur ulten sollen. Ich dachte, ich brauche nicht mal die Ult. Mit der Ult kannst du sogar einen Turret-Hit blocken. Ich bin so bad in League of Legends. Ey, mein Kamel ist wirklich terrible, ne? Bitte hasst mich nicht. Hasst mich nicht so sehr. Schreibt mir vielleicht, dass ihr mich mögt. Vielleicht mögt ihr mich ja immer noch. Das ist ja möglich. Ich gehe sogar auf Lifestyle. Ich habe keinen Bock auf den Blödsinn hier mit ihm. Oh, soll ich jetzt Midlane TP'en? Soll ich Toplane TP'en? Wenn ich TP'e, kriege ich quasi ein bisschen mehr von der Wave. Wenn ich nicht TP'e, habe ich Teleport für meinen nächsten Big Misplay. Der steht 0-5 und solo-killt mich, obwohl ich Ignite habe. Weil ich zu dumm bin zum Ulten. Das Witzige bei der Ult ist, dass du auch mehr Damage machst. Du machst 5 plus 4% Current Health as Magic Damage. Das heißt, es ist auch absolut sinnvoll, Leute zu ulten, ganz am Anfang des Fights. Das heißt, ich hätte ihn hier einfach... Ich hätte ihn einfach ulten sollen. Ich habe übrigens nur 3 Mini-Minions gemisst. Leider haben den seine Minions jetzt Akku gewechselt, aber das kennen wir ein Stück trotzdem noch. Sehr angenehm. Oh, da hinten habe ich ihn mit... Ich editiere mittlerweile die Videos. Ich hätte wahrscheinlich das rauscutten sollen in den letzten 2 Minuten. Tut mir so, als wären sie nie passiert, ne? Hoppla, das ist ja schwierig. Naja, ich hoffe, das passt, ne? Minute 12:30 rauscutten. Info an den Cutter. Kappa. Ich habe Electrocute, was ich gerne procken würde. Ich kann die beide killen, ne? Ich hätte beide killen können. Pretty sure. Dark Harvest zu Pock ist so gut, weil dann verbessern sich deine Keystones insgesamt. Gleichzeitig ist allerdings die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch, dass der Kha'Zix jetzt hier ist. Jetzt gesehen, wo er ist. Warum solltest du so einen Ward opfern? Oh wow, ey, der Minion-Block. Ah. I guess this was their plan. Du bleibst schön hier, Bro. Oh mein Gott. Ignite hätte ich sehr, sehr bald abgehabt. Shockwave. Oh mein Gott, React ist aber jetzt auch ein böser Call dafür. Alles okay, ist okay, ist okay. Hätte ich besser spielen können, ne? Ich habe die Shockwave nicht gesehen. Ist aber trotzdem völlig sinnlos, in den Two-Business 4 reinzurennen. Wir kriegen ja Botzeit alles dafür, ne? Wir müssen das oben einfach nur deffen und die Ori kann das sogar Wave clearen. That guy is not joking around. Stehe ich jetzt nicht so gern drin, ne? Komme ich da noch raus? Oh mein Gott, der sieht wütend aus. Ah, okay. Aber geschafft. Teleport für Teleport. Hab natürlich viel meiner AP verloren, leider. Aber wir kriegen dafür die ganze Zeit Bob-Dinge. Na, ach, ist das schön, ey.
Sakabel ist super satisfying zu spielen. Leider mag ich Minions. Deswegen jetzt hier nicht so begeistert von dem Play. Boah, ich glaube, da kannst du Shockwave, ne? Ich habe keine Ult ab, ey. Ich bin aber auch ein Dirty Inter, ne? Am Ende ist das trotzdem worth. Wir kriegen auf jeden Fall den Turm und alles, aber ich muss da einfach gar nicht reingehen, ey. Ich dachte, ich habe die Shockwave ab. Ihr merkt, warum ich ein paar Aufnahmen gebraucht habe, ne? Ich bin wirklich nicht die beste KB, aber ich glaube, es wird schön deutlich, ne? In solchen Situationen, stellt euch vor, ich habe da Grasp. Da kriege ich einfach den Extra hier raus. Ihr geht übrigens eigentlich nie Lifesteal, sondern ihr geht immer. Trinity ist so ein starker Ein-Item-Power. Oh, das war ein Fehler. Die muss ich selber speeden, statt für den Damage zu gehen. Ich glaube, sie hat Veikos Kha'Zix gar nicht gesehen. Oh, ich werde jetzt Botlane gehen. Die Wave ist ein... Boah, nee, ich glaube, ich muss zum Herald gehen. Ah, die Jinx resette, das ist ein bisschen tricky. Also, die werden auf jeden Fall unten die Wave rauspushen. Wenn ich jetzt Botlane gehe, sieht es natürlich nach Int aus, weil da ist ja keine Wave, aber die Wave kommt. Und wenn die Wave da ist, dann kriege ich da natürlich viel. Könnte den W übrigens einsetzen während des E's, was oftmals der sinnvolle Play ist. Dadurch, dass ich jetzt Lifesteal habe, kann ich jetzt hier natürlich aber auch die Minions ganz gut, die Jungle Minions ganz gut killen. Ich muss jetzt hier ein bisschen warten, bis die Botlane gepusht hat, was auch ganz cool ist. Man kann die Dinger übrigens nicht mehr stunnen, aber man macht trotzdem ein bisschen Damage für alle, die sich jetzt fragen, ob ich denn wirklich komplett lost bin. Bin ich nicht. Das weiß ich wenigstens. Sollen wir die Knallpflanze nehmen, dann können wir mit dem eben zwar noch raus. Sieht so aus, als dürfte ich die Krabbe noch nehmen. Aber so ein bisschen das Gefühl für den Q kriegen, ne? Ich habe das auch noch nicht so 100%. Ah, Ignite und 25, ich sollte den eigentlich solo killen können. Oh mein Gott. Ich dachte, er läuft weiter. Ich hätte Ward reinstellen sollen vorher. Aber ist auch nicht so schlimm, ne? Ich werde relativ oft Minion-Blocked mit dem von diesem Champion, ne? Oder mit diesem Champion. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber jetzt auch nicht so mega wild. Ja, also in Conclusion, Omnistone nur situativ nutzbar. Da aber tatsächlich interessant. Ich bin generell immer ein Fan davon, wenn Leute versuchen, das optimal rauszuholen. Wir haben bei Suning auch SOFM, der quasi die weirdesten Item-Builds hat. Der geht zum Beispiel auf Lee Sin, ein super, ja, supportive-Build, statt ein Damage-Dealer-Bild, was ich so eigentlich sonst noch bei niemandem gesehen habe. Aber da eben auch, ne? Es ist im Endeffekt ein Trade-off. Du verlierst etwas dafür, aber du kriegst auch etwas. Generell gebt mir gerne Feedback, wie ihr diese neue Art der Videos findet. Ich nenne es liebevoll Uncut editiert. Das geht natürlich doch deutlich mehr und das ist auch in der Zukunft der Plan. Ich kann da noch nicht so viel darüber sprechen, aber das, was ihr jetzt aktuell seht, ist doch natürlich noch nicht das Höchste. Na, also da kann man ja noch deutlich mehr editieren, wenn man denn will. Jetzt kriegen wir hier unten mit dem Herald sehr, sehr sicher den Turm und Inhib. Botlane Inhib nimmt man auch immer, wenn man kann. Während man ja bei dem Midlane Inhib manchmal überlegen muss, ob das gerade der beste Play ist. Wir sollten unbedingt noch einen Nexus-Turm nehmen, weil die Gegner nicht backen. Na gut. Das wäre auch zu schön gewesen, ne? Witzig, dass ausgerechnet die Ori scheinbar getunnelt war. Wo sie mir eben vorgeworfen hat, zu reacten. Boah. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das hier kann eigentlich. Also ob das nicht zu greedy ist. Scheinbar ist es nicht zu greedy. Perfekt. Botlane, Inhib bekommen. Super nice. Viel Farm bekommen. Der ist natürlich sehr auf so ein Armor-Bild. Da könnte man jetzt sagen, ja, da postet denn das Whisper. Tatsächlich ist das allerdings so, dass du auf Champions wie Kamel so viel True Damage dabei hast, dass du eigentlich das nie brauchst. Was ein bisschen weird am Anfang ist. Ich gehe übrigens gerne auf Blue Trinket, wenn ihr wisst, ihr spielt Split-Push. Kann Blue Trinket ganz geil sein. Wenn die Gegner selten auf euch kollapsen, könnt ihr mit Blue Trinket sehr viel Vision aufbauen und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, wenn eure Sidelane, wenn euer Vier-Verbund stirbt, dann habt ihr nochmal die Option zu sagen, okay, mit der Hilfe davon kann ich einen Nash-Versuch spotten zum Beispiel. Ich werde jetzt hier hoch, das Cannon-Minion, werden wir zum
Mindestens XP Range kommen, wenn wir nicht an der Mauer hängen bleiben. Es hat Gott sei Dank trotzdem geklappt, aber ein bisschen peinlich ist es schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt so worth ist, hier Nash zu pressuren. Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich Gigatroll vom Kha'Zix. Nice. Sehr schön. Zwei fixe Kills. Ich dachte tatsächlich, ich könnte da den Kha'Zix ulten, aber durch den Invis, ich habe ihn halt getroffen, während der Invis war, was eigentlich relativ juicy ist. Was aber leider nicht die erhoffte Wirkung hatte. Währenddessen pressure wir auch noch die nächste Türme parallel. Oh, sehr schön. Sehr, sehr geil. Aber auch das bessere Team, ne? 4-5-4. Dafür, dass der Volibear 0-5 stand, muss ich da natürlich das Game easy finishen. Das ist einfach nur my bad, dass ich da das nicht clean runtergespielt habe. Aber das ist die Omnistore-Kamel. Ihr werdet in den nächsten Tagen verschiedene Videos sehen, wo ich individuell nie gut performe. Wo allerdings immer verschiedene Dinge trotzdem deutlich werden. Hier hätte ich jetzt nicht auf das Minion tippen sollen, weil die machen dann doch ganz guten Damage eigentlich. Ha! Keine negative KDA. Aber das hat sehr gut funktioniert, meine Damen und Herren. Perfekt. Das ist die Aufnahme, die ich nehme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich danke dafür, dass ihr die Videos immer noch anklickt. Gebt sie gerne an Freunde weiter, wenn ihr glaubt, dass sie erfolgreich sind. Und Propaganda ist mit das erfolgreichste aktuell auf YouTube. Und ich honor hier den Warwick, der mir sehr viel geholfen hat. Ich fand die Orianna jetzt persönlich nicht so sympathisch, um sie zu honoren. Damage ist ganz gut. Okay, hat tatsächlich gar nicht so viel Schaden gemacht. Aber er hat seinen Job gemacht. 607, holy fucking hell. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund bitte und zieht die Maske auf. Tschüss.